Susangi Asana, eine sitzende Yoga-Stellung für die Flexibilität von Hüften und Fußgelenken. Rafaela zeigt, wie es geht. Aus der Sitzhaltung heraus bringst du die Fußsohlen zusammen. Dann fasst du mit den Händen unter die Unterschenkel und fasst mit den Händen die Füße zusammen, indem du die Hände faltest. Dabei hebst du die Füße hoch und gibst die Zehen nach unten. Zehen können idealerweise etwa 15 cm hoch sein oder mindestens ein paar Zentimeter. Halte die Stellung ruhig und konzentriere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Du kannst auch zum Punkt zwischen den Augenbrauen hinschauen. Diese Stellung hilft, dich zu konzentrieren, ist eine Übung zur Aktivierung des Ajna-Chakras. Die Stellung hilft, wie alle Stellungen, wo die Füße in die Nähe des Schambeins oder des Bauches kommen, die Energie der unteren drei Chakras zu aktivieren und zu sublimieren, in Ojas umzuwandeln. Sanghi heißt vermutlich mit Gliedern versehen, und so könnte man dieses Asana auch übersetzen, mit guten Gliedern versehenes Asana oder auch gutgliedrige Asana. Mehr Informationen über dieses und viele andere Asanas findest du in unserem großen Yoga-Wiki, wiki.yoga-vidya.de, sowie in der Yoga-Vidya-App.